Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 9. Das sieht nicht aus, als ob das ein gefährlicher Typ ist und da ist eine Kuh. Hallo Kuh. Ich habe dich einfach nur angeklickt. Ich habe nicht drauf geschlagen. Ich habe gerade eine Kuh umgeworfen. Ich glaub's ja nicht. Hallo, wer bist du? Amril Barneto. Wie seid ihr hier reingekommen? Wir sind auf der Durchreise. dass ich nicht lache. Ihr solltet mir besser erklären, warum ihr hier seid, sonst rufe ich sofort die Wärter. Ja, wir kommen, um Iswa Faxthor zu befreien. Erst brecht ihr in das berüchtigste Gefängnis Drangheims ein und jetzt glaubt ihr, mit dem prominentesten Gefangenen herausspazieren zu können? Ja, warum denn nicht? Ja, wimmelt es von Wärtern, darum nicht. Sie werden euch schneller überwältigen, als ihr gucken könnt. Ich könnte euch natürlich helfen, schätze ich. Aber dafür müsstet ihr mir helfen. Okay, selbstverständlich. Was für Hilfe braucht ihr denn? Mein Bruder, ein Tony, wird im gleichen Block wie euer berühmter General gefangen gehalten. Ihr braucht ihn lediglich zu finden und seine Zelle zu öffnen. Ich bin sicher, er wird den Weg hierher finden. Und was macht ihr für uns? Ich zeige euch den Weg in die obere Etage, wo der prominentesten Verbrecher festgehalten werden. Euren General eingeschlossen. Moment mal. Wir sollen hochgehen, der ist im selben Block eingeschlossen. Aber... Was bringt uns das denn? Achso, der zeigt uns jetzt wahrscheinlich den Weg. Er hört sich gut an. In Ordnung, im Käfig der Kuh ist eine Geheimtür, die ich gemacht habe. Bisher habe ich mich nicht getraut, sie zu benutzen. Der Weg führt bis nach ganz oben. Hier, ich schließe sie euch auf. Okay, danke schön. Oh, eine Katze. Warum ist die gefangen? Ich hoffe, ihr wollt sie nicht essen. Wir schauen aber noch ganz kurz. Aha. Ach, da gibt es auch noch mal einen Geheimgang, um hier reinzukommen. Okay. Sehr schön. Also, wenn ich jetzt hier hochgehe... Ah ja. Dann kommen wir hier in diesen Raum rein. Na, kannst du nochmal Licht zaubern? Ich meine, ich sehe hier so gut wie gar nichts. Das bringt überhaupt nichts. Hä? Ganz ehrlich, ich sehe hier nicht, wie wir hier weiterkommen sollen. Ach, ich mache, glaube ich, die Käfige gerade hier hinten auf und zu. Ach, man kann einfach durch die Wand durchgehen. Okay, und wo kommen wir dann hin? Hier hinten. Die Frage ist, wollen wir uns die XP... verzichten? Wow. Hallo. Okay, anscheinend die ignorieren uns. Auch gut. Auch gut, die ignorieren uns hier. Da kommen wir nicht hin. Ah. Vielleicht sollte man auch die Tür einfach benutzen. Ups. Nee, ich glaube, wir machen tatsächlich die ganzen Leute hier noch. Der hat Alarm geschlagen. So ein Mist. So wollte ich das eigentlich jetzt auch nicht. Moment mal, so ist doch offen, oder?
Und da geht's nochmal weiter. Ich schau nochmal ganz kurz hier rein. Naja, da geht's runter. Da geht's noch wieder runter, wo wir schon vorher gewesen sind. Okay. Oh, Moment. Ich sollte mal nochmal durchheilen, schätze ich mal. Hallo? Ah, seid ihr des Kochs Bruder? Ja, wenn ihr vorhabt, mich zu verprügeln, dann legt los, sonst lasst mich in Ruhe. Wir sind keine Wachen, wir sind hier, um euch zu befreien. Was ist das für eine Folter? Ihr sollt mich nicht so quälen. Keine Folter, ihr seid frei, ihr könnt gehen. Frei? Ich bin frei? Ich bin frei. Danke. So, sehr schön. Du bist wahrscheinlich der, wo wir suchen, dessen Zelle immer noch irgendwie zu ist. Ja. Er steht hier vor dem großen... Vor dem großen General Isha. Wir kommen, um euch nach Sturmfort zurückzubringen. Was? Wer seid ihr? Bjarni Torvaldsen hat uns geschickt, um euch zu retten. Bjarni schickt euch, um mich zu holen? Ich bin inzwischen vielleicht ein alter Mann, aber bewegen kann ich mich noch. Und macht euch keine Sorge, falls wir uns verlieren. Ich kenne meinen Weg. Wenn wir getrennt werden, werde ich euch dann draußen treffen. Hurra, Freiheit! Hä? Wer steht hier vor dem Kommt, großen... General. Okay, da geht's noch nicht weiter. Dann sind wir hier oben. Ja, und das war dieser Raum, genau. Dann sind wir hier fertig. Alles klar. Dann will ich auf jeden Fall beim Koch nochmal vorbeischauen. So, hier waren wir ja schon. Da wird es nur wieder rausgehen. Da war mal. Dann würde ich beim Koch ganz. Da war mal. Und da muss es irgendwo rausgehen, wo es zum Ding geht. Da hinten war mal drin. Da war mal noch nicht. Aber lass uns erstmal noch ganz kurz hier lang gehen. Hier beim Koch nochmal vorbeischauen. Ihr seid ja. Wir haben euren Bruder befreit. Danke. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich komme schon zurecht. Und ich lasse euch nicht aufliegen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Aber das fand ich jetzt noch wichtig, kurz bei ihm nochmal vorbeizuschauen. So, ein paar Gegner könnten wir noch erledigen. Wenn wir noch welche Wachen finden sollten. Ich denke, das da wird der Haupteingang sein. Da geht der Alarm wieder los. Da bist du. Wer bist du dann? Werden wir gleich sehen, wer du bist. Dich befreien wir dann auch. Wenn wir schon einen großen Gefangenenausbruch machen, dann... Ich habe echt den Eindruck, seitdem ich hier das eine Gift verwendet habe. So. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Das sind alles dieselben. Machen wir einen großen, großen Gefangenenausbruch. Haha. Sehr schön. Seitdem ich das Gift verwendet habe, sind die Gegner irgendwie, ja. Also auch, sie schlagen noch. Okay, ich habe nichts gesagt. Sie sind vielleicht doch nicht ganz so verbuggt. Oh, nicht genug Mana. Ja, glaube ich.
Und ich dachte, die Gegner wären verbuggt, aber nein, sind sie nicht. Kommt mit alles? Okay, dann haben wir uns den Weg freigekauft, geschnetzelt, wie auch immer. Und verlassen das Anwesen, das Gefängnis. Wer steht hier vor dem großen Herrn? Was ist denn, General? Ich kenne den Weg von hier aus. Wir sollen euch zu Biani bringen. Wie, glaubt ihr etwa, ich will mich mit euch herumtreiben? Entschuldigung. Wohl kaum. Außerdem brauche ich was zu trinken. Wenn ihr soweit seid, zu Biani zu gehen, dann findet ihr mich in der Schenke, in Stormfort. Na schön. Dann hätte ich vorgeschlagen... Moment, wie geht's denn hier weiter? Ach, hier geht's weiter. Das Gebäude ist irgendwie im Dunkeln komplett dunkel. Ja. Ja, ich weiß, hat so ein Gebäude so an sich. Dann können wir auf jeden Fall zurückgehen und die eine Queste fertig machen. Ja, das hatten wir schon. Ja, dann können wir die eine Queste fertig machen. Können wir gleich noch schauen wegen den Drahtstingsbums. Und wir könnten die andere mit den Dings machen. Wow. Haben wir den Schlüssel eigentlich? Ja, genau, da den Schlüssel haben wir ja auch für Dings gekriegt. Für alle Schlüssel. Das haben wir doch für die Burg Ankan gekriegt. Das sollten wir auch noch machen. Aber da sind wir ja gerade auf dem Weg dorthin. Moment. Lederstiefel, Funken, Lederstiefel. Das sind noch Sachen zum Identifizieren, bitte. Und das ist noch zum Identifizieren. Kenn ich nicht, kenn ich nicht. Das ist Schund. Das ist Schund. Das ist Schund. Oh. Hat besondere Eigenschaften. Reduziert Waffenerholung. Ist aber ein bisschen schlechter. Naja, gut. Verkaufen wir trotzdem. Auch wenn es vielleicht wegen der Waffenerholung vielleicht doch ein bisschen besser wäre, aber egal. Das ist schon. Lasst liegen. Fügt elementarer Magie eine Fertigkeitsbonus als Ding hinzu. 5 bis 14, 4 bis, ja. Ist klar, was wir dann behalten. Ja, da haben wir doch wieder einiges zu verkaufen. Okay. Wo müssen wir genau hin? Da lang. Ah, fliegt ein Flieger um mich herum. Weg mit dir. Okay, dann können wir auf jeden Fall so 2 Tage. Bis dahin sind wir auch wieder ausgeruht. Dann hätte ich gesagt, gehen wir hierher zur Festung. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir da diese Anlage da... Wir müssen das Fallgitter öffnen und die Zugbrücke herunterlassen. Alles klar. Dann schauen wir mal, dass wir das gleich machen. Oh. Ach, ich verstehe. Du bist ja weiterhin krank wieder. Müssen wir noch unbedingt beim Tempel vorbei? Ja, Krankheit heilen, das ist, glaube ich, relativ wichtig. Ich glaube, das müssen wir definitiv so bald wie möglich erledigen. So, da wird es jetzt da lang gehen. Aber wir gehen erst zur Burg Ankan. Und dann können wir vielleicht diese Quest auch gleich noch erledigen. Wenn wir dann in Drangheim wieder sind, können wir dann diese Quest auch abgeben. Und je nachdem, wenn wir das mit den Gerüchten haben, können wir vielleicht auch diese Quest noch abgeben. Das sind dann... Mit der Befreiung von Dings, 3 Quests. Das wäre gar nicht mal so schlecht. So, wir müssen, denke ich, da vorne kommen wir nicht rein. Das haben wir ja schon gesehen. Wir müssen, denke ich, jetzt nach oben wieder gehen. War da irgendwo eine Tür? Wir müssen auf jeden Fall hier reingehen. Könnt mir vorstellen, dass wir nach oben gehen müssen. Boah, ist das dunkel.
Und Fackel bringt echt überhaupt gar nichts. Ja, vielleicht sollten wir tatsächlich noch mal ganz kurz rasten. Ich sehe nämlich so gut wie gar nichts. Ich glaube, wir rasten bis zum Morgengrauen. So. Sehr viel besser ist es auch nicht geworden. Oder war das irgendwo drinnen? Wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß es nicht. Ja, hier wäre doch definitiv... Ah, vielleicht aber ganz oben. Hier ist die Zugbrücke. Ja, da gehen die Dinger her. Seht ihr das? Okay, die gehen anscheinend doch rein hier. Dann müssen wir es doch von innen hier erledigen. Also nochmal kurz rein. Lustig sieht's hier aus, aber es riecht ganz komisch. Wir fahren hinten. Das heißt, ich glaube, dann müssten wir eher nach vorne gehen. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Aber Gegner haben wir jetzt hier eigentlich auch. Oder sollten wir eigentlich nicht mehr haben? Wir waren ja schon hier drin und haben das Ding geklärt. Ist... Nee, das ist aber auch nicht das hier, oder? Das war ja nur... Ach verdammt, wo müssen wir da hin jetzt, um das Ding zu machen? Da ist der... Ach guck mal, wir können die Falle jetzt sehen, dass da eine Falle ist. Da war der Kamin gewesen. Ja, und das war ja nur, um dieses Ding hier aufzukriegen. Ach so, wir müssen jetzt das wieder... So, und jetzt geht die hier auf. Kann man hier hochfahren? Gab's hier... Das ist ja wieder nur der Ausgang. Wo zum Henker kann man da diese Dinger wegmachen? Also da jedenfalls eher nicht, hätte ich gesagt, gehabt. Ich hätte vielleicht gedacht, vielleicht kann man da irgendwie hochfahren. Aber das geht ja auch nicht. Und von draußen war ja auch nicht wirklich was da. Ja, und das war ja auch nicht sowas, dass da irgendwie was wäre. Haben wir auch alles schon gemacht gehabt? Ist doch irgendwo noch irgendetwas hier drinnen. Und wenn ich hier rausgehe... Kommen wir nur hier unten wieder raus, genau. Und das da geht irgendwie nach oben. Ah, man kann sie kaputt schießen. Aha. Okay, das haben wir also geklärt. Man kann sie kaputt schießen, ganz einfach. Aber wie kriegt man das Fallgitter jetzt noch hoch? Irgendwo muss es noch irgendetwas geben, um dieses Fallgitter zu lüften. Aber da habe ich auch nichts wirklich gesehen gehabt. Also innen drin habe ich eigentlich auch nichts gesehen. Wenn, dann hätte ich gedacht, ja oben. Normalerweise werden die Fallgitter ja da oben gemacht. Aber da habe ich jetzt auch nichts gesehen, um das Ding aufzukriegen. Ich schaue nochmal nach oben. Vielleicht habe ich einfach nur was übersehen. Hier hätte ich gesagt gehabt, hier müsste eigentlich was geben, um das Fallgitter hochzukriegen.
Aber ich sehe nichts. Weil das ist ja hier. Ich glaube, ich mache... hoppala. Ich mache jetzt hier mal eine kleine Pause. Zeit wäre es eigentlich auch schon wieder oder fast wieder. Und schaue mich nochmal ein bisschen um. Vielleicht finde ich da noch irgendwo was, was wir da machen können. Weil es hieß, die Zugbrücke runter, das haben wir hingekriegt. Aber auch das Fall geht da nach oben. Und ich glaube, dafür haben wir den Schlüssel gekriegt. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwo eine Tür hatten, wo zugeschlossen war. Oder war der Schlüssel für Dings? Für die Gruft gewesen. Ja, das kann auch für die Gruft gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Naja, sehen wir mal in der nächsten Folge. Bis morgen. Tschüss, macht's gut.